EWR AG lädt heute zum Pressegespräch Preisentwicklung Gas und Strom 2023. Die Quintessenz gleich vorab: Es wird teurer, aber nicht hoffnungslos. Seit September letzten Jahres lässt sich ein Anstieg der Energiepreise beobachten. Das nahende Ende der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Reduktion der Gaslieferungen aus Russland hat die Energieversorgung noch weiter unter Druck gesetzt. Trockenheit, längere Flauten sowie Revisionen an Kernkraftwerken in Frankreich und der Atomausstieg Deutschlands haben die Situation weiter verschärft. Die fehlenden Erzeugungskapazitäten wurden vor allem aus Gaskraftwerken bereitgestellt, was wiederum die Nachfrage nach Gas erhöhte. Dass sich der Bezirk Reutte keine Sorgen um die Energieversorgung zu machen braucht, betont Vorstand Christoph Hilz beim Pressegespräch in den EWR-Räumlichkeiten. Herr Dr. Hilz, die Energieversorgung im Bezirk Reutte, erstens einmal, ist sie gesichert und zweitens, für wie lange? Die Energieversorgung im Außerfern ist gesichert und wir gehen davon aus, dass wir gut durch den Winter kommen werden und auch das ganze nächste Jahr die Versorgungssicherheit sicherstellen können. Falls es doch zu einer Energiemangellage kommt, wird vom Gesetzgeber per Verordnung der Energieverbrauch eingeschränkt. Diese Einschränkungen finden in mehreren Schritten statt, beginnend bei Großkunden und führen im Extremfall zu behördlichen Flächenabschaltungen einzelner Regionen über einige Stunden am Tag. Mit dem Ukraine-Krieg gibt es Disruptionen in der Energieversorgung und die Europäische Kommission und die Bundesregierung in Österreich müssen sich auf eine Versorgungskrise vorbereiten und die Maßnahmen, die im Moment laufen, auf Bundesebene, auf Landesebene und auch in unserem Unternehmen sind Vorsorgemaßnahmen, dass es zu keinem Versorgungsengpass kommt. Die Strom- und Gastarife der österreichischen Energieanbieter wie auch der EWR orientieren sich an dem im Jahr 2020 eingeführten Strom- und Gaspreisindex. Mit 1. Jänner 2023 steigen die Indizes um rund 100% und führen damit zu erheblichen Preiserhöhungen bei den heimischen Anbietern. Die EWR selbst können aufgrund einer langfristigen und optimierten Energiebeschaffungsstrategie die Preissteigerung relativ gering halten, was sich auch im österreichweiten, aber auch im tirolweiten Vergleich erkennen lässt. Wie massiv werden sich die Preiserhöhungen auswirken? Kostensteigerungen, die wir jetzt umsetzen müssen und die wir in unserer Preiserhöhung eingearbeitet haben, sind relativ zu anderen Unternehmen, sowohl in Tirol als auch in ganz Österreich, sehr, sehr wettbewerbsfähig. Ein Blick auf die E-Control, auf die Seite des Vergleichsportals zeigt, dass EWR ein attraktiver, wettbewerbsfähiger Energieversorger ist und unsere Preiserhöhung liegt im Vergleich zu anderen Unternehmen zum Teil weit drunter. Welche Kosten werden voraussichtlich erhöht? Die Energiekrise, die wir vorfinden durch den Ukraine-Krieg, die hat natürlich zu großen Veränderungen auf der Börse geführt. Die Preise steigen im Gasbereich und im Strombereich und auch wir werden zum 1. Januar die Preise erhöhen müssen. Im Strombereich werden wir die Preise etwa verdoppeln. Das heißt, ungefähr 200 Euro Mehrkosten sehen wir da, auch unter Berücksichtigung der Stromkostenbremse, die von der Bundesregierung beschlossen wurde. Also es gibt eine Dämpfung der Energiekosten und im Gasbereich werden die Preise etwas stärker steigen, um den Faktor 3,5 etwa. Die staatlich regulierten Netzentgelte, Abgaben und Umlagen werden erst Ende des Jahres gesetzlich festgelegt. Es ist aber auch hier mit einer Preiserhöhung von rund 20% zu rechnen. Welche Ursachen hier vorliegen, schildert Christoph Hilz. Ja, es gibt noch keine finale Berechnung, aber die Netzkosten werden auch steigen. Wir rechnen derzeit mit ca. 15-20%. Die Ursachen sind natürlich einerseits weitere Investitionen, zum Beispiel in den Smart Meter Bereich. Wir investieren im Außerfern 3,5 Millionen Euro für Smart Meter. Aber der wesentliche Treiber, das sind der Minderabsatz in den vergangenen Jahren, der dazu führt, dass wir die Erlösobergrenze einhalten müssen und damit kommt es zu einer Erhöhung der Netzkosten. Am 7. September wurde eine sogenannte Stromkostenbremse im Ministerrat beschlossen.
Sie soll die Kostensteigerung im Energiesektor für Haushalte eindämmen. Vom Anfang Dezember bis Juni 2024 soll die Kostenbremse wirken. Herr Dr. Hilz, wie funktioniert eigentlich die Energiekostenbremse der Bundesregierung? Die Bundesregierung hat erfreulicherweise Maßnahmen ergriffen, um die Erhöhung der Energiepreise zu reduzieren für die Kunden und damit den Anstieg der Belastung zu dämpfen. Der Vorschlag der Bundesregierung ist, dass bis zu 2.900 Kilowattstunden von der Bundesregierung gefördert werden, unterstützt werden, und zwar zu 80%. 20% der erhöhten Kosten muss der Kunde tragen, und natürlich über die 2.900 Kilowattstunden hinaus liegt die Belastung auch beim Verbraucher. Damit wird der Versuch der Gesetzgeber, Einsparanreize zu setzen, dass sowohl innerhalb dieser 2.900 Kilowattstunden gespart wird, aber insbesondere auch darüber hinaus. Und das ist unseres Erachtens eine sinnvolle Maßnahme und gleichzeitig eine gute Unterstützung für die Bürgerinnen und Bürger. Um Energiemangellagen zu verhindern, aber auch um die Energiekosten für die Kunden möglichst gering zu halten, gilt das Motto Energiesparen. Und vor allem in den eigenen vier Wänden besteht doch einiges an Potenzial, wie EWR-Vorstand Christoph Hilz schildert. Die größten einsparbaren Energiefresser. Können Sie uns dazu vielleicht kurz ein paar Worte sagen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir in diesem kommenden Winter, wo wir gegebenenfalls mit einer Energiemangellage rechnen müssen, dass alle Haushalte und auch die Industrie versucht, dort Energie einzusparen, wo das geht. Was den Haushalt betrifft, ist natürlich Kühlschrank, Geschirrspüler, Wäschetrockner und Waschmaschine sind die größten Verbraucher, und dort kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch sparen. Gibt es eigentlich Maßnahmen, die in Hinsicht auf die Energiekrise nicht sinnvoll sind? Ja, wir gehen nach wie vor von einer Versorgungssicherheit aus, und ich denke, es ist übertrieben, dass man sich jetzt einen eigenen Stromerzeuger für seinen Haushalt anschafft. Das kostet viel Geld und aus meiner Sicht wird er auch nicht benötigt. Um für die Zukunft besser gerüstet zu sein, setzen derzeit viele Privatkunden auf Photovoltaik, obwohl Wartezeiten sehr lange sind. Christoph Hilz empfiehlt trotzdem mittel- und langfristig die Installierung von Photovoltaikanlagen für Privatkunden wie auch für Gewerbekunden. Ihre persönliche Einschätzung, ist es sinnvoll, auf Photovoltaik zu setzen in diesen Krisenzeiten? Es ist insgesamt sinnvoll, wenn wir das Programm Tirol 2050 umsetzen wollen. Das heißt, wir wollen maximale Energie in der eigenen Region erzeugen, dass sowohl wir als Unternehmen neben der Wasserkraft auch auf die Photovoltaik setzen. Aber auch es ist auch sinnvoll für die Privatkunden oder für die Gewerbekunden, eigene Photovoltaikanlagen zu bauen und damit ihre Energiekosten zu begrenzen, so wie das schon viele Unternehmen im Bezirk auch umgesetzt haben. Laut EU-Verordnung müssen Energieversorger ihre geschützten Kunden für den Zeitraum von 30 Tagen unter Winterbedingungen mit Gas beliefern können. Die EWR AG ist diesen Verpflichtungen nachgekommen und hat eine zusätzliche Gasmenge für eine Versorgung von 30 Tagen in Oberösterreich eingespeichert. Insgesamt bedeutet das eine Zusatzinvestition von 1,8 Millionen Euro für die Kunden im Bezirk Reutte.